Das jahrelange Warten hat ein Ende. Starship, die größte und mächtigste Rakete aller Zeiten, ist am 20. April, auch bekannt als 420, abgehoben und der Flug endete nach knappen 4 Minuten durch die Aktivierung des Flugabbruchsystems oder kurz FTS. Was in diesen 4 Minuten genau passiert ist, was geklappt hat, was nicht und was es für einen Schaden an den Bodenanlagen und in der Umgebung angerichtet hat, schauen wir uns jetzt im Detail an. Kurz vor dem Start gab es noch einen kurzen Hold, weil es ein kleines Problem mit der Druckbeaufschlagung des Super Heavy Boosters gegeben hat. Das war aber schnell geklärt und die letzten 40 Sekunden des Countdowns zählten herunter. Wir waren auf Mars-Chroniken über 1000 Starship-Fans, die sich diesen historischen Moment gemeinsam angesehen haben. Aus der Perspektive des SpaceX-Streams sieht beim Start alles ideal aus. Aber wenn man sich den Winkel von NASA's Spaceflight ansieht, dann wird schnell klar, dass die Rakete gleich zu Beginn schräg vom sogenannten OLM, was für Orbital Launch Mount steht, oder auf Deutsch Starttisch, abhebt. Das könnte auf zwei unterschiedliche Dinge zurückzuführen sein. Einerseits könnte das geplant sein, dass die Rakete gleich beim Start versucht, so schnell wie möglich, so weit wie möglich von der Startanlage wegzufliegen. Denn solche Manöver performen auch andere Raketen. Andererseits könnte es daran liegen, dass gleich bei Sekunde 15, als uns SpaceX mit Telemetriedaten versorgte, schon 3 der 33 Raptor 2 Triebwerke ausgefallen waren. Der asymmetrische Schub müsste in diesem Fall durch die verbleibenden 30 korrigiert werden. Aus diesem Winkel ist gut zu erkennen, dass die Rakete im Aufstieg auch eine horizontale Geschwindigkeit aufbaut. Was hier wichtig zu wissen ist, ist, dass die äußeren 20 Triebwerke fix montiert und die inneren 13 über eine Schubvektorsteuerung verfügen. In anderen Worten, mit den inneren Raptoren kann man die Rakete steuern, mit den äußeren nicht. Allein, dass die 5000 Tonnen schwere Rakete vom Starttisch gekommen ist, ohne die Bodenanlagen komplett zu zerstören, gilt hier schon als voller Erfolg und ab hier zählt jeder weitere Meilenstein als Bonuserfolg. Etwa 28 Sekunden nach dem Start bricht die Abdeckung des außen angebrachten Hydraulikaggregats weg und kurz darauf ist zu erkennen, wie die darunterliegende Gerätschaft durchbrennt. So ein Hydraulikaggregat oder kurz HPU wird für die Schubvektorsteuerung der vorhin erwähnten 13 beweglichen Triebwerke benötigt. Merkt ihr das? Denn das wird gleich noch einmal wichtig werden. Zukünftige Boostermodelle sollen laut Spekulation nicht mehr über solche HPUs, sondern über elektrische Schubvektorsteuerung verfügen. 40 Sekunden in den Flug hinein hatte die Rakete rund 470 km/h und 2 km Höhe erreicht, als ein viertes Triebwerk ausfiel. Das ist immer daran zu erkennen, dass sich die Farbe des Abgasstrahls kurz ändert. Und unten links indizieren das die Telemetriedaten auch. An diesem Punkt waren 4 Triebwerke ausgefallen und die Rakete beschleunigte noch immer weiter. Andere Raketen haben insgesamt keine 4 Triebwerke. Das ist ein Vorteil von großen Raketen mit vielen Triebwerken. Selbst wenn das eine oder andere Triebwerk ausfällt, verliert sie nicht ihre Fähigkeit weiterzuschieben. Nach einer Minute zeigte die Telemetrie, dass ein weiteres Triebwerk ausgefallen war. Aber ab diesem Zeitpunkt waren diese Daten nicht mehr zu 100% vertrauenswürdig. Denn mit bloßem Auge war schon zu erkennen, dass 6 Triebwerke ausgefallen waren. Je später im Flug ein Triebwerk ausfällt, desto geringer sind die Konsequenzen. Denn die Rakete wird mit jeder Sekunde leichter. Was auch auf diesen Aufnahmen sehr gut zu erkennen ist, ist ein Brand, der im Triebwerksraum wütet. Dass die Explosion der einzelnen Triebwerke nicht die benachbarten Triebwerke auch zerstört, grenzt in meinen Augen beinahe an ein Wunder. Aber SpaceX hatte vorgedacht und alle Triebwerke mit eigenen Abdeckungen versehen. Zwischenzeitlich erkannte die Telemetrie dann, dass es sich um 6 ausgefallene Triebwerke handelt, revidierte die Entscheidung aber dann doch wieder recht schnell. Eine Konsequenz der ausgefallenen Triebwerke war, dass Max-Q, also der Punkt der maximalen aerodynamischen bzw. strukturellen Belastung auf die Rakete durch die Atmosphäre, nicht wie geplant bei Sekunde 55, sondern 79 erreicht wurde. Dass Starship diesen Punkt erreicht und überlebt hat, zeugt von einer unglaublichen Robustheit der Tanks. Du wirst gleich sehen, wie robust genau. Nach einer Minute und 55 Sekunden scheinen noch einige weitere Triebwerke auszufallen oder der Brand im Triebwerksraum greift massiv um sich. Einige Sekunden später beginnt die Rakete zu taumeln und immer mehr und mehr die Kontrolle zu verlieren. Kannst du dich an einen Ausfall des HPU erinnern? Das könnte mit ein Grund dafür sein, warum die Rakete die Kontrolle nicht zurückgewinnen kann. Jede andere Rakete wäre an dieser Stelle schon auseinandergebrochen. Nicht so Starship. Starship taumelte wie ein besoffener Koloss für fast anderthalb Minuten durch die Lüfte, bevor das FTS aktiviert wurde. Offensichtlich,
und das dürfte auch SpaceX klar gewesen sein, hatte man schon nach etwa 2,5 Minuten keine Kontrolle mehr. Aber es sprechen hier mehrere Punkte gegen die sofortige Aktivierung des FTS. Einerseits möchte man die Triebwerke so lange wie möglich brennen lassen, um beim Flugabbruch so wenig Treibstoff wie möglich in den Tanks übrig zu haben. Andererseits sammeln und senden die Sensoren an Bord weiterhin Daten und schicken sie zurück zu den Bodenstationen. Eine gewisse Rotation für die Stufentrennung scheint geplant gewesen zu sein. Diese Lektion hat SpaceX in der Entwicklung ihrer ersten Rakete Falcon 1 schon gelernt. Nach der Abschaltung der Triebwerke erzeugen sie weiterhin eine geringe Menge an Schub, die dazu führen kann, dass der Booster gegen die Unterseite des Schiffes kracht und Schäden verursacht. Die Stufentrennung, die bei 2 Minuten und 52 Sekunden stattfinden hätte sollen, hatte nach 3 Minuten und 59 noch immer nicht stattgefunden. An diesem Punkt war der komplette Sauerstoff an Bord des Boosters aufgebraucht und das FTS wurde aktiviert. Es ist schön zu erkennen, dass zuerst der Booster explodiert und kurz darauf dann das Schiff. Wichtig bei so einem Flugabbruch ist, dass keine großen Trümmer entstehen und nicht Richtung bewohntes Gebiet stürzen. Und apropos stürzen. Sieh dir mal an, wie diese Gesteinsbrocken dieses Auto von NASA Spaceflight zerstören. Die La Padre-Kamera zeigt diese dystopischen Bilder eines pyroklastischen Stroms aus heißem Gestein, Beton, Stahl und Staub, der alles im unmittelbaren Umkreis zerstört. Das ist einfach brutal. SpaceX muss da unbedingt etwas machen, um dem in Zukunft vorzubeugen. Da werden die paar kleinen Brände auf dem Startgelände zur Nebensache. Woher diese Betonbrocken kommen, zeigt dieses Bild. Hier sieht man, wie die 33 Triebwerke das gesamte Fundament des OLM freigelegt haben. Das könnte übrigens auch mit ein Grund dafür sein, warum schon beim Start bereits 3 Triebwerke ausgefallen waren. SpaceX braucht da unbedingt einen Flammengraben und ein Schallunterdrückungssystem. Aber das ist ja zum Glück schon angeliefert worden. Und ich vermute ja, dass sie sich einfach die Arbeit sparen wollten, den gegossenen Beton selbst aufstemmen zu müssen und haben das die Rakete erledigen lassen. Jetzt können sie das Deluge-System einbauen. Der Turm und der Starttisch selbst scheinen aber noch in Ordnung zu sein. Die orbitale Tankfarm sieht auf den ersten Blick auch ganz okay aus, aber bei genauerem Hinsehen ist zu erkennen, dass auch hier die Außenschalen eingedellt und beschädigt sind. Auf diesen Aufnahmen von NASA Spaceflight ist dieses Loch in der Wand zu erkennen, das darauf schließen lässt, mit was für einer Gewalt dieses Gestein herumgeschleudert wurde. Diese Aufnahmen zeigen, dass wenige Sekunden nach dem Start schon hunderte Meter entfernt bereits heftige Einschläge im Boden und im Wasser stattfinden. Zum Glück durfte da niemand in der Nähe herumstehen. Weniger dramatisch, aber auch problematisch sind diese Bilder, die zeigen, dass nach einigen Minuten in Port Isabel, einige Kilometer entfernt, Staub herunterkommt. Das wäre eindeutig mit einem Deluge-System zu verhindern gewesen. Im Fazit, SpaceX und wir haben viel mitgenommen. Viele Meilensteine und erste Male wurden erreicht. Es wurden Rekorde gebrochen und viele Ziele wurden auch nicht erreicht. Jedenfalls sind Glückwünsche und Applaus angebracht, denn dieser Test kann eindeutig als großer Erfolg gefeiert werden. Erst die kommenden Tage und genaue Inspektionen werden zeigen, welche Schäden tatsächlich an Stage Zero entstanden sind. Zu Stage Zero habe ich eine eigene Ausgabe produziert, die du hier im Abspann findest. Elon postete kurz nach dem Flug, dass sie viele Lektionen gelernt haben und dass der nächste Flug bereits in einigen Monaten stattfindet. Bis dahin ist noch viel zu tun. Ich habe bis dahin auch viel zu tun. Was du tun kannst, ist Mars Chroniken zu abonnieren, damit du auch in Zukunft immer auf dem letzten Stand der Dinge bist. Mein Name ist Sirwan und das war eine Mars Chroniken Sonderausgabe. Danke fürs Einschalten. Per aspera, ad astra.